12. Business After Hours stand ganz unter dem Motto hinter die Kulissen gucken. Also wir haben es geschafft, zusammen mit Projekt AK ein Format heute zu kreieren. Die haben ihre Tore geöffnet. Die Gäste konnten hinter die Kulissen gucken. Wie entsteht ein Messestand? Was bedeutet Nachhaltigkeit wirklich? Projekt RK, Messedesign, Werbung. Wir sitzen in Stäbelow vor den Toren von Rostock und beschäftigen uns mit Messebau, mit individuellem Messebau. Wir bauen auch Ausstellungen. Gerade gesehen die Ausstellung 800 Jahre Rostock. Rostock jetzt 800 im Kulturhistorischen Museum. Wir machen Werbetechnikprodukte, das heißt große Fassadenplakate. Ich habe 1991 angefangen auf einem Hinterhof in der östlichen Altstadt und parallel hat Herr Kuhn angefangen 1992 tatsächlich mit einem Garagenlager in der KTV und heute haben wir 4000 Quadratmeter Hallenfläche und entsprechende Hoffläche noch für unseren Logistikbereich und das hat sich im Laufe der Zeit Schritt für Schritt entwickelt. Wir sind immer mit unseren Anforderungen mitgewachsen und beschäftigen heute ja, 45 Mitarbeiter. Das ist ein ganz toller Eindruck, muss ich ehrlich gestehen, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, gerade was die Materialien im Unternehmen angehen, wie das hier alles eingelagert wird, wie das alles logistisch gehandelt wird, dass kaum was weggeschmissen wird, viele Produkte wiederverwendet werden, ganz tolle Geschichte und daneben auch der sozial nachhaltige Aspekt hier im Unternehmen. Es gibt eigentlich zwei Motivationen, das eine ist die ganz private, dass ich möchte, dass unsere Welt lebenswert und erhalten bleibt für die nachfolgenden Generationen und das andere, der Bereich vielleicht eher auch der sozialen Nachhaltigkeit, da geht es natürlich um unsere Partner, aber vor allen Dingen um unsere Mitarbeiter, für die wir was tun wollen, damit sie sich hier wohlfühlen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten und gesunde Ernährung, Gesundheit am Arbeitsplatz, damit wir auch als angenehmes Unternehmen wahrgenommen werden, in dem man gerne arbeitet und das ist uns, glaube ich, ein Stück weit gelungen. Wir waren total überwältigt, dass hier wirklich mehr als 50 Leute zu uns gekommen sind und den Weg hier aufs Dorf gemacht haben und wir hoffen, dass wir die Erwartungen erfüllt haben und freuen uns total. Ja, für die AMI ist es ganz wichtig, nicht nur die Unternehmen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu besuchen und dort zu zeigen, was dort passiert. Wir gehen auch sehr, sehr gerne in die Region, also in den Landkreis Rostock zum Beispiel und zeigen, was es da manchmal auch vielleicht für Hidden Champions gibt. Manchmal hat man ja Firmen, die nicht jeder kennt. Und das wollen wir eben zeigen, dass die Region auch sehr viel zu bieten hat. Ich glaube, dass gerade dieses Format, der Business After Hours, eben den anderen Playern in der Region auch mal einen Eindruck geben soll, wie Unternehmen und gerade auch hier Projekt RK sich ja quasi am Markt etablieren, auch mit solchen Ideen in puncto Nachhaltigkeit und da eben auch für sich Rückschlüsse draus ziehen können, wie können wir dieses Modell auch auf unser Unternehmen übertragen. Ja? Und ich denke schon, dass hier der ein oder andere heute viel gelernt hat und es sicherlich noch einige Fragen dazu auch an ja, Herrn Krämer und Herrn Kuhn geben wird.